Kacke. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, Leute. Hi Lutschergen, ich begrüße euch wieder recht herzlich zu einer neuen Folge RimWorld Biotech hier bei eurem Bombardin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es freut mich sehr. Wir müssen noch, aufgrund der letzten Folge, da bin ich irgendwie gar nicht mehr dazu gekommen, Flask hier den Superhelm zu geben, ne? So. Ja, nee, der Mech-Commander-Helm müsste ihm mehr geben, ne? Ich glaube zumindest, das werden wir gleich sehen. Erstmal beschwert er sich, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass er das Airwire-Headset ablegt. Und dadurch kann er die erstmal nicht mehr kontrollieren. Aber jetzt müsste er, ja, jetzt müsste sich die Bandbreite, glaube ich, auch erhöht haben. Wunderbar. Sehr gut. Sieht schick aus. Warte mal, ich möchte das mal ganz kurz. Jawohl. Die Augenbrauen sind so buschig bei Flask. Die kommen durch den Helm hindurch. Das ist absolut in Ordnung. Sieht geil aus. So. Abwechslungsreiche Entspannung benötigt. Können wir da irgendwas machen? Wir könnten einen Billardtisch bauen. Lass mal einen Billardtisch hier reinhauen. Und vielleicht ein kleines Box-Säckli. Dann freuen die sich. Und dann passt das. Vielleicht auch ein Klavier noch, oder? Komm. 4 Bauteile. Das ist ja fast geschenkt. Und dann freut sich Morbius noch mehr. Guck mal, wir mit sich selbst 4D-Schach spielt und herumhüpft. Toll, oder? Geil. So, jetzt muss aber erstmal hier noch alles abgebaut werden. Der sieht so ein bisschen unglücklich aus, der Grunt. Aber es wird alles gemacht. Wunderbar. Hier wird natürlich wieder aufgebaut. Und mir ist noch was aufgefallen. Ich habe ja auch privat gespielt so ein bisschen. Und ich habe herausgefunden, Yayo ist schlecht. Also nicht schlecht, aber Flake ist besser. Flake ist deutlich besser, bringt deutlich bessere Erträge. Also stellen wir ab jetzt Flake her. Wir ändern unsere Kräuterproduktion. Hier muss ich mal gucken. Keine Drohung, eine Flasche. Passt. Sehr gut. Läuft wieder. Ah, guck mal, Yuki. Yuki und Isasi haben ein bisschen gespielt. Sehr gut. Puma kommt auch weg. Frisches Fleisch. Das Vieh kommt auch weg. Frisches Fleisch. Ah, es läuft so gut. Die Ratte. Natürlich, alles wird hier verwendet. Bei uns. Oh Gott. Standard, was los? Standard. Maximale Erwartungen. Hungrig, durchnässt. Aas ohne Tisch. Oh mein Gott. Standard. Schnell. Geh nach... Was machst du denn da? Geh nach Hause. Mein Sohn. Ich will nicht, dass du traurig bist, Standard. Du bist zu wichtig für uns. Sehr schön, oder? Sieht prima aus. Kommt einiges rein wieder. Haufenweise Stahl. Bauteile, alles dabei. Ach, toll. Sehr gut. Immer noch ein bisschen ärgerlich, dass hier die Dings gestorben ist, die Kalisti, aber es macht nichts. Müssen die allerdings mal schnell hier wieder verbrennen, also Kolonistenleichen erlauben. Und dann kommt die gleich weg. Das Koboldäffchen kann auch Berg bauen, ne? Das wäre ja eigentlich interessant. Der Englisch leider nicht. Aber den könnten wir einfach so spaßeshalber mitschicken, finde ich. Und Menape bleibt ja sowieso da. Mist bleibt sowieso da. Ja, mal gucken. Vielleicht holen wir auch echt demnächst mal... Oh, und ich sehe gerade, das hier wird noch gefährlich mit dem -2 Grad. Das gefällt mir gerade nicht.
Nicht, dass uns hier vor Ende noch die Pilze kaputt gehen. So, Koboldäffchen. Das Koboldäffchen kriegt Außenposten. Ist jetzt die Frage, wir könnten den schon, sie schon in einen Bergbau-Außenposten schicken, zusammen mit Teku, ne? Wir müssen ein bisschen ausmisten. Es tut mir leid. Ich weiß, das wird vielen nicht gefallen, aber wir brauchen das leider. Wir müssen Leute wegschicken. Und Teku, wobei Teku ist halt echt mit bionischem Arm und bionischem Bein ziemlich heftig drauf, ne? Auf der anderen Seite bringt uns Teku halt außer Konstruktion gar nichts mit. Und da wäre halt besser, wenn wir da entweder ihn wegschicken oder ihn halt woanders arbeiten lassen, auch wenn es ein bisschen teuer ist. Ich meine, er hatte eine gute Zeit bei uns, der Teku. Finde ich jetzt. Aber wir brauchen einfach Platz. Er hieß mal Early. Komm, wir schauen einfach mal. Wir schauen mal, ob wir einen Bergbau-Außenposten gründen können. Mit Teku zusammen. So, du solltest dir aber vielleicht eine gescheite Waffe nehmen. Oh Gott. Warte mal. Ja, ein Repetiergewehr, das passt doch. Nimm mal das Repetiergewehr. So. Wir werden Teku wegschicken. Wir werden ihn wegschicken. Ich weiß, das wird bei manchen nicht auf Gegenliebe stoßen. Aber es bringt uns halt einfach so viel mehr, wenn wir uns Außenposten gönnen. So, Karawane. Abflug. Teku und das Äffchen. Und dann gucken wir mal, ob wir damit überhaupt einen Bergbau-Außenposten gründen können oder ob wir noch mehr Leute brauchen dafür. Flask schicken wir auch noch weg, ich sag's euch. Nein, Scherz. Aber wir müssen einfach ein bisschen müssen wir einfach aussortieren jetzt. Und ich glaube, was cool ist, wir verlieren die Außenposten nicht, wenn wir unser erstes Ziel quasi erreichen. Das heißt, diejenigen, die jetzt in den Außenposten kommen, die bleiben uns auch dauerhaft erhalten, ne? Das ist ja schon geil eigentlich. Die bleiben länger erhalten als zum Beispiel die Leute, die ich halt nicht mitnehme. So, Anbetung des Archons läuft. Abflug. Richtiges Denken. Denkt richtig, meine Kinder. Party. Jetzt Party. Wupp, wupp. Party, Party. Halleluja. Silbererz. Nice. Geld. So, würdet ihr mal... Ach so, warte mal. Wahrscheinlich habe ich da wieder irgendwas Blödes eingestellt. Ah, ist noch zu frisch. Kalisti ist noch zu frisch. Kalisti muss erst noch verrotten. Dann wird Kalisti auch entfernt hier. So, schauen wir mal. Die sind gleich da. Superbot ist durch. Wunderbar. So, können wir mit euch beiden... Jawoll! Bergbau-Außenposten. Die können auch nicht viel machen. Die können jetzt Sandsteinblöcke erstmal schicken. Aber das macht nichts. Wir werden uns Leute anlachen. Wir werden Leute hierher locken. Das ist ja auch schön, dass Ambrosia mitten bei den Fallen aufgekeimt ist. Super Sache. Freude. So.
Dann haben wir auch wieder mehr Platz für Kinder, ne? Das ist ja auch cool. Kapseln und Käfer. Erzkardinal der Fraktion Hera hat vermehrt. Oh, Hera. Aber wir kriegen... Ah doch, wir könnten hier Ruf für die Hera sammeln. Plage von 10 Insektenkolonien. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das macht mir viele Sorgen. 10 Insektenkolonien. Die Frage ist, wo spawnen die? Spawnen die irgendwo hier drinnen oder spawnen die dann irgendwo da draußen? Naja gut, probieren geht über studieren, ne? Ha, das könnte schön werden. Kacke. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, Leute. Okay. Ah, das ist überhaupt nicht gut. Okay. In den Gang. Die Türe bleibt offen. Wolfi ist tot. Das ist aber kein Problem. So. Flask, was machst du da? Spiel jetzt bitte nicht den Helden. Okay. Alles gut. Wir können da drin ruhig was zerlegen. Das ist alles kein Thema. Das macht uns nichts. So, Blitzchen. Wunderbar, das läuft. Und wieder raus. Das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Das ist doch der Kettenblitz, oder? Wow. So weit wollte ich den jetzt eigentlich gar nicht schicken. Okay. Hilfe. Ich dachte, wir kriegen Hilfe. Wir können Hilfe anfordern. Warte mal. Nochmal, komm. Was ist da los? Hilfe anfordern. Du bist dabei Hilfe, aber es gibt Personen, denen das gelbe Königreich nicht feind, alle, die rufst, werden sie nicht angreifen. Ja, ist okay. Hauptsache, die kommen jetzt. Irgendwie kann ich die gerade nicht rufen. Das ist schlecht. Okay. Gut, der schießt hier. Ah, das geht auch nicht. Dammit. Ich will den Laserstrahl nicht einsetzen. Ich weiß nicht, ob der andere trifft. Das ist mir zu gefährlich gerade. Jawohl. Läuft doch. Was hat er denn, der Bombi? Stell dich doch nicht so an, Bombi. Oh Gott. So, jetzt aber Hornstachel. Ich glaube, er hat nicht getroffen. Okay, Leute. Weg da. Oh, ich hab die nicht ausgewählt. Damn. Der war wichtig. Weg da. Läuft, 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 läuft. Wir haben ein bisschen Robotergedöns verloren, das ist okay. Ich glaube, das war's. Leute, ich glaube, das war's.
Oh nein, da unten ist noch. Da unten sind noch drei. Aber wir haben gewonnen. Wir haben nur Wolfi verloren. Es ist alles gut. So, der Rest. Schön. Sehr gut. Yes. Leute, wir haben es geschafft. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Alter Schwede. Das war sehr wild. Wir haben nur Wolfi verloren. Aber Wolfi wird wieder, Leute. Kein Thema. Wir kriegen Wolfi geheilt. Ah, jetzt fressen sie wieder das Insektengelee. Ich weiß nicht, warum sie das machen. So. Ja, läuft. Das war lustig, würde ich sagen. Wir müssen jetzt leider wieder die ganzen Sachen aufbauen. Erstmal. Wir fangen mal an mit den... Mit den Ladestationen. Drei Stück brauchen wir. Vielleicht auch vier. So. Der Mech-Gestator, der wird gleich angeschmissen. Leichte Mechs werden wiederbelebt. Das ist kein Thema. So. Wir brauchen wieder den... Das ist ja der kleine Mech-Gestator. Wir brauchen wieder einen großen Mech-Gestator. Es kostet uns ein bisschen Bauteile, aber das ist okay. Das ist in Ordnung. Und die Scanner brauchen wir wieder. Einmal Scanner. Ah ne, das ist der Subkern-Kodierer. Den brauchen wir auch. Und wir brauchen den Soft-Scanner und den Rip-Scanner. Und eine große Mech-Ladestation brauchen wir auch noch. So. Und dann haben wir einen Haufen zu reparieren. Aber das ist okay. Und Wolfi muss wiederbelebt werden. Wolfi hat es so ein klein wenig erwischt. Aber hey, das ist der Loot. Der Loot ist gut. Bionische Drüse sitzt hier nicht alle. Oh, das ist nice. Die Dickhautdrüse ist sehr, sehr nice. Bionischer Powerarm und eine bionische Kidney und Jade. Und natürlich der Ruf, der ist wichtig. Jetzt müssen wir mal gucken, was ist passiert. Nichts Schlimmes, Gott sei Dank. Nichts Wildes passiert. Paar Prellungen. Paar Brand... Okay, die ist nicht... Die ist okay. Die gab's schon... Die gab's vorher. Flask hat ein Schüsschen abbekommen. Alles gut. Das gleich wieder zusammengeflickt, das ganze Zeug. Und dann müssen wir halt wieder alles aufbauen neu. Aber das ist ja kein Problem. Ja, cool. Hat geklappt. Hat mega geklappt. Bin ich glücklich mit. Das war ein sehr wilder Kampf. Alice Cooper hat Hunger. Hat auch nichts abbekommen. Was wir uns ja auch mal bauen sollten, wäre dieser... Bio-Gedöns-Teil. Den müssten wir auch schon haben. Ich muss nur gucken, wo der wieder ist. Der Bio-Verformer. Bio. Genetik? Nee. Ideologie, da. Bioformer-Kapsel. Die möchte ich haben.
Ich meine, das war jetzt so ein bisschen die... die Prüfung für uns. Was passiert, wenn wir hier drinnen mal eine Insektenkolonie kassieren und das klappt? Wir verlieren ein paar Gebäude, aber es klappt. Also das geht alles gut. Die Bude wird uns nicht komplett zerlegt dadurch. Beziehungsweise es sterben keine Leute zumindest. Das ist gut. Vielleicht ein paar Bots. Aber damit können ich leben, ehrlich gesagt. So, Frankenstein. Wollen wir auch noch haben. Manns genug. Irgendwie funktioniert diese automatische Reparatur nicht. Ich weiß nicht warum. Nee, jetzt gibt's keine Abrissparty, Leute. Nö. Es gibt jetzt keine Party. Wir haben keine Zeit für Partys, Leute. Jetzt wird wieder aufgebaut. Tür lasse ich jetzt mal auf, die müssen noch öfter hin und her laufen. Silvi noch kurz reparieren. So. Ja, läuft. Nice. Nice. Sehr, sehr nice. Es hat gut geklappt, finde ich. Blask soll mal den Wolfi wiederbeleben. Ich kann Wolfi nicht tot sehen. Der arme Wolfi. Das war jetzt ein bisschen teuer, aber muss auch sein. Nur mit der Hilfe anfordern, das hat so gar nicht geklappt irgendwie. Naja. So, der Mechraum steht. Besser denn je, würde ich sagen. Seid ihr von den Hera? Ja, ihr seid von den Hera, ne? Standard, geh mal ganz kurz dahin. Schau mal, ob du denen ein bisschen Insektenscheiße, Insektenmist verkaufen kannst, meine ich. Hust. 524 haben die dabei. Das ist ja gut. Können wir bestimmt ein bisschen was verkaufen. Was habt ihr noch so dabei? Eine Schutzhose. Komm, die kaufe ich euch ab. Weil ich euch gern hab. Und dafür, noch ein. Ich verkaufe die Beine jetzt einfach immer. Komm, 140 hin oder her. Da geht's schneller zum Ziel.
Jawohl, Tierkrankheit, Grippe. Hey, oh, wir haben ein kleines Pferdi. Wie schön. Herkules ist schon da. Herkules behandelt. Flop. So, Englisch noch. Den könnten wir auch in die Bergbaukolonie dann einfach schicken, ne? Ah, schaut euch das an, ist das nicht wunderbar? Fast alles fertig, nur der Subkern-Rip-Scanner ist noch nicht durchgebraten, aber ansonsten... Ich bin sehr zufrieden. Das hat prima geklappt, es muss noch geputzt werden. Und wir haben genug Speerrüstungen letztendlich. Das ist auch toll. Alle sind versorgt, außer Feuerstein. Der habe ich versehentlich ja die Speerrüstung genommen. Die darfst du jetzt wieder anziehen. Die alte zwar, aber hey. Helme brauchen wir noch. Das Ding ist hier auch fertig, ne? Da brauchen wir allerdings Glitzerweltenmedizin. Das dauert noch. Glitzerwelt. Hightech-Medizin wäre das dann. Können wir nach der SRAF machen. Gut, meine Lieben. Aber das soll es wieder gewesen sein. Neuen Außenposten erstellt. Platta. Neuen Außenposten erstellt, riesige Insektenkolonie vernichtet. Was will man mehr? Oder? Läuft doch. Das war's. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like, schreibt einen Kommentar. Freue ich mich sehr drüber. Oder wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Ciao.